Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit Pauls GTR, beziehungsweise dem, was übergeblieben ist. Aber es wird langsam wieder mehr an dem Auto, ne? Hoffen wir. Und zwar, wir sind bei Nils Riders Best in Sieke. War richtig? Ja. So, und der Herr baut nämlich diesen krassen, dezenten Gitterrohrrahmen. So, ich überlege, wo wir anfangen. Ich weiß es gar nicht. Im letzten Video hatten wir ja so ein bisschen... Im letzten Video hatten wir ein bisschen über die Technik gesprochen. Ja. Da war ja eigentlich noch der Plan, dass die Spritzwand unten drin bleibt. Ja. Du hast das Ding so schön ein Dreiviertel-Chassis genannt. So, ja, wenn man jetzt so von vorne drauf guckt, sieht man, dass eigentlich nur noch nicht mehr viel da ist. Das kommt ja auch noch ab. Hier. Kommt auch noch ab, ja. Bleibt nur A-Säule. Okay. Seitenteile kommen ja auch noch weg, also ist dann am Ende eigentlich fast gar nichts mehr. Ne? So, okay. Ich würde sagen, wir fangen mal bei Nils an. Das ist am einfachsten. Du baust immer solche Käfige, beziehungsweise das ist ja eigentlich kein Käfig mehr. Das ist ja eigentlich schon ein ganzes Chassis. Das ist ein Fulltube-Chassis. Das wird aus Chromoly gemacht. Das geht auch aus Stahl, aber Chromoly ist halt stabiler und leichter. Und da Paul immer das Beste haben möchte, gibt es auch nur das Beste für Paul, ne? Wie lange machst du das schon? Wie bist du dazu gekommen? Das mache ich seit über 20 Jahren. Ich habe mir selber mal ein Chassis aus den Staaten gekauft. Das haben wir kaputt gefahren und habe dann gemerkt, dass das gar nicht so aufwendig ist. Habe dann angefangen, das selber zu bauen. Ja, und das ist daraus geworden. Das heißt, wenn man aus Amerika so ein Chassis bestellt, bestellt man für XYZ Auto ein Chassis und steckt da nur das Häuschen drüber. Also sowas gibt es dann zu kaufen. So sieht es aus, ja. Nur für den GTR nicht. Und für die ganzen deutschen Autos nicht. Deswegen ist das alles ein bisschen komplizierter als Camaro oder Okay. Mustang. Das heißt, das sind jetzt logischerweise alles Anfertigungen, die du hier baust. Da ist nichts mit Lehrer und so weiter, sondern wirklich Paul stellt GTR hin und ihr flext nach und nach. Denk. So sieht's aus, ja. Okay. So, also das ist alles Chromo. Erzähl mal ein bisschen was zum Aufbau. Wie können wir den Zuschauern mal so ein bisschen erklären, worauf es so ein bisschen drauf ankommt? Weil man muss einfach dazu sagen, das ist jetzt ja schon mehr als einfach nur ein Käfig zu bauen. Weil Käfig ist ja irgendwie so, dass du, ich sag jetzt mal, für den Fahrer eigentlich so ein bisschen Sicherheit ins Auto reinbringst. Mhm. Und das ist ja eigentlich schon fast ein Auto bauen. Ja. Das ist ein ganzes Chassis. Das fängt hinten an mit der Hinterachse, setzt sich dann nach vorne fort. Das muss alles so stabil sein, dass es auch die ganzen PS-Zahlen aushält. Dann ist wichtig, alles im Auto wird um den Fahrraum zugebaut. Das ist auf höchste Sicherheit ausgelegt. Das klingt jetzt ein bisschen hochgegriffen, ist aber so. Ich habe ein Regularium dafür, welches Rohr wohin muss. Und alles andere, ist Erfahrung. Wie muss die Hinterachse da drin stehen? Wo müssen die Vorlenksachen hingebaut werden? Wie lang muss das Auto sein? Wie breit muss das sein? Es gibt einen Rahmen, in dem ich das bauen kann, aber an sich, gibt es die Karosse und das Reglement vor. Ne? Aber in diesem Rahmen ist hier alles handmade. Also das ist wirklich, du stehst halt im Zollstock und misst, okay, alles klar. So, Zollstock habe ich nicht, hasse sowas. Okay. Maßband? Oder wie misst man das? Es sind auf Millimeter, diese Stückchen hier vorne, die kleinen, die sind auf ein Zehntel geschliffen. Das ist nicht mal ganz einfach. Das dauert auf ein Zehntel? Ja. Die Dinger? Ja. Ich meine, klar, wenn man jetzt mal genauer hinguckt und sich das mal anguckt, das ist schon krass. Das ist schon wirklich... Und das wird alles weggeschweißt am Ende? Das wird alles weggeschweißt. Die stehen jetzt erstmal alle nur so da drinnen, weil ich noch nicht genau weiß, wo sie hin müssen. Aber das sorgt dafür, dass alles klar ist. Alles angefasst und alles verschoben hier. Macht nichts. Wieso ist es hier so wichtig, dass die auf ein Zehntel sein müssen? Das ist alles wichtig. Dann fängst du an, hinten zu fuschen und hörst vorne mit Fuschen auf, fährt das Auto nur Kreise. Okay, also ein Zehntel, weil Spalt muss so klein sein, wegen Verzug und so weiter, oder? Auch das. Okay. Aber so, also ich versuche noch in meinen Kopf gerade reinzukriegen, wie man sich überhaupt so einen Rahmen überlegt. Oder ist das immer so, dass man in der Mitte so zwei gebogene Rohre hat, dass das übereinander alles läuft? Das ist das Hauptrohr, ist das unter dem Main Hoop, sag ich mal, unter dem Bügel und dem Bügel. Das und das und die beiden Rohre, die hier nur bis zur Spritzwand gehen, die gehen sonst normalerweise bis nach vorne. Bis zur Schnauze. Ist eigentlich das Grundgerüst von dem Auto. Und alles andere gibt der Kunde vor. Mit
zum Beispiel dem GTR, dem Chassis, was vorne drunter kommt noch, oder es ist ein BMW oder was. Je nachdem, wie groß oder klein das Auto ist, dann muss man das halt anpassen. Thema Stabilität. Das Ganze, vermute ich mal, ist am Ende stabiler als ein normaler GTR. Ja. Kann man ungefähr sagen, wie viel stabiler? Reden wir davon, dass so ein Auto doppelt so stabil ist oder nur ein bisschen mehr oder fünfmal so stabil? Der GTR ist schon von sich aus ziemlich stabil. Wir haben da relativ viel Blech rausgeschnitten. Also auf jedem Blech war noch ein Blech drauf. Sieht man. So, um das mal zu vereinfachen, wenn man ein Auto vorne hochhebt mit einem Wagenheber, dann biegt sich das alles ein bisschen krumm. Das macht der nicht mehr. Das ist steif wie ein Brett. Das heißt, da kannst du später wirklich vorne Wagenheber drunter und ja. Gewicht von so einem Rahmen? Dieser ungefähr? Rahmen wird ungefähr ja, 120 bis 130 Kilo wiegen. Echt? Ja. Da hätte ich jetzt deutlich mehr getippt. Wenn ich mir überlege, dass ein Überrollbügel ja schnell schon mal, also ein dezenter Käfig ja schon 40 Kilo oder so wiegt. Ja. Ne? Weil ich vermute mal, das ist ja, was ist jetzt hier ein Rohr drin? Zwei Drittel wahrscheinlich oder so in dem Dreh? Ja. Okay. So um Fahrer kommt ja wahrscheinlich schon noch einiges so rum, ne? Ja, es kommt noch das Funny Cage rein. Also alles, was um den Fahrer und zu ist, damit er sich nicht umbringt, falls mal was passiert. Ja, das Chromoly ist ein Drittel leichter als normales Stahlrohr. Und da kann man, wenn da so viel Rohr reinkommt, das sind nach Ende 50 bis 60 Meter, die da drinnen verschwinden. Krass. Dann ist das schon eine Menge, die sich da... Und wie viel habt ihr ungefähr am Blech rausgeschnitten? Alles. Was hast du gesagt? 150 bis 200 Kilo? 150 bis 200 Kilo bis jetzt, ja. Ich habe zufälligerweise keine Waage mit heute. Schade eigentlich. Aber wir haben ein bisschen gewogen draußen, aber war leider nicht alles da. Wir haben ja heute echt die Arbeit gemacht, aber wie gesagt, die Dome kommen ja noch ab vorne. Ja. Zu Endeffekt wird es leichter. Also Ziel ist ja nach wie vor 1000, 1100 Kilo, wenn er fertig ist. Damit wir diese 3 PS pro Kilo haben. Die man ja haben muss. Ja, ansonsten kann ich, ansonsten wenn zu viel Gewicht doch höher ist, kann ich ja immer noch aufdrehen. Also das, ja. Okay, aber die 120 Kilo, die, das ist natürlich... Das lohnt sich auf jeden Fall. Das schockt mich schon, ne? Alles raus. Weil ich behaupte mal, 120 Kilo ist ja das originale Bodenblech mit dem Mitteltunnel, sind ja locker 120 schon, ne? Ja, ich habe ja auch noch zu Hause noch weggeschnitten. Deswegen, so, wenn du einfach nur die Bodenwanne... Also wenn du jetzt komplett der Bodenwanne und so, das wären bestimmt 150. Denke ich auch schon, ne? Ja. Weil dann sparst du da ja schon in Summe was. Und vom Fahren her, sagst du auch, fährt besser als ein Auto mit so ein bisschen Power drin. Diese Autos fahren wie auf Schienen. Echt wenn das krass. Richtig eingestellt ist, weil du keinen Verzug hast. Eingestellt heißt jetzt vor dem Schweißen oder eingestellt nach dem Schweißen, Spur und so weiter. Ja, du musst das auf jeden Fall... nach dem Schweißen oder nach dem Bauen muss das nochmal vermessen werden. Kriegst du das so gut gebaut, dass wenn wir uns jetzt als Beispiel ein paar originale Punkte gesetzt hätten, du alles wegschneidest, Rahmen reinbaust und so weiter, dass die Punkte wieder genau da sind? Ja, haben das wir geht. Zum Beispiel hier gemacht. Wir haben uns hier eine Schablone gebaut. Das sind die originalen Aufnahmepunkte der Vorderachse, die so im GTR drin sind. Da das ja hier abnehmbar sein soll, mit Getriebe und alles. Ah, okay. Paul möchte die ganze Achse noch drin lassen, wie es vorher war. Okay, verstehe. Das ist auch kein Problem für Stabilität und so weiter. Nein. Okay. Ani wird ja noch stabiler, denke ich mal, dadurch. Ja. Und die weglassen und Querlenker direkt irgendwie an Rahmen dran? Wolltest du lieber rausnehmen, dass du die ganze Technik rausnehmen kannst? Die ganze Technik raus, weil es einfach dann einfacher ist. Wenn du irgendwas machen musst oder so, Bühne, nimmst ihn hoch, nimmst die 6 Schraubenlose, alles drumherum bischen und dann zack und weg. Zack und weg. Ja. Ist ja wohl, glaube ich, ein bisschen schwierig auch mit dem Allrad. Und den Stoß und so, das kann man machen, aber das ist dann richtig viel Arbeit. Aber so Sachen wie Domanbindung oben ist auch wie vorher genau. Das ist genau wie vorher. Ja das ist okay, das ist die Leere. Das kommt hier dran und dann als Leere und dann weißt du ganz genau, dass es hier weitergeht. Ne? Nächstes Mal mehr. Heftig. Aber sonst, Außenschweller bleibt. Und Seitenteil wolltest du noch Carbon machen. Ja. Radstand ist logischerweise dann auch gleich wie vorher, ne? Weil wenn alle Punkte gleich bleiben, der ist gleich. Wahnsinn. Immerhin hast du auf der Beifahrerseite auch Platz für den Sitz noch. Zumindest ist geplant. Sieht zumindest so aus. Weil ich mach mal jetzt. Ja. Weil die Strebe schon gedacht als zum Sitz auch noch. Das ist auf dieser Seite für den Sitz. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, ist Platz genug für den Sitz, aber es sollen wohl irgendwelche. Ja, kommen die Lackersflasche, Feuerlösch. Du musst einmal sagen, Paul, was geht dir so durch den Kopf, wenn du jetzt diese Karosserie siehst? Bereust du das im Ansatz? Nein, kein Stück. Verstehe ich zu 100%, ich würde es auch nicht bereuen. Kein Stück. So, weil ich kann das verstehen, wenn man das Auto lebt ja so weiter, ne? Das Auto und so, es... Natürlich hättest du eine andere Karosse nehmen können. Aber dann wäre das, für mich wäre das nicht mehr das Auto, genau. Ja. Deswegen, also ich
Weil wir haben ja das Auto nach und nach, hat Nils das ja zerschnitten. Ich habe damit ja bei mir angefangen. Und im Endeffekt wurde das ja von innen, wird das Auto von innen nach außen jetzt gebaut. Ja. Krass. Punkto Reglement, weil das ist so ein Thema, wo ganz wenige immer drüber reden können. Du kannst bestimmt so ein paar Sachen sagen. Also erstmal, über welches Reglement reden wir überhaupt? Das ist SFI-Reglement. Mhm. Wenn du dir so ein Auto baust, musst du wissen vorher, in welche Klasse du fährst. Mhm. Ich sage jetzt mal, es gibt wahrscheinlich 10 verschiedene Klassen, ganz genau weiß ich es auch nicht. Du musst wissen, was du machen willst. Allrad oder Heckgetrieben, Frontgetrieben, Dreiviertel-Chassis oder was. Es gibt so viele Sachen. Du musst ganz genau wissen, wo passt mein Auto hin, was will ich machen. Das ist das Allerwichtigste. Sonst kann ich irgendwas bauen und du sagst dann hinterher, ja, das will ich aber gar nicht fahren. Und dann passt alles da gar nicht dazu. Man kann natürlich alles mal umbauen, kostet aber nur viel mehr Geld. Welche Klasse ist das denn jetzt? Ja, welche Klasse ist denn das überhaupt? Also ich werde ja weiter Outlaw, klar. Ja. Und dann werde ich natürlich bei den Door Slammers immer mitfahren. Mhm. Und ich baue das, und ich hoffe, dass das Auto irgendwann mal richtig abgestimmt ist, also vom Fahrwerk und allem, dass ich dann wirklich, dann werde ich mich bei den Door Slammers in der Promote-Klasse anmelden. Aber da gibt es ja in Europa, wie viele Events für? Santa Pod gibt es. Hockenheim? Hockenheim gibt es keinen Door Slammers. Gibt es nicht mehr, okay. Nee, oder gab es noch nie? Gab es noch nie, genau. Mhm. Ja, und das war es eigentlich. Oder hier Tierp. Mhm. Da gibt es auch noch irgendwas. Mhm. Also eigentlich nicht viel. Das heißt, dieses typische Reglement ist eigentlich mehr so Amerika und so weiter. Ja. So gesehen, ja. Also da ist viel, viel mehr. Für mich habe ich das eigentlich nur wegen der Sicherheit. Gilt auch in Deutschland. Weil 1:1, aber. Ich weiß, viele sehen das dann immer so als Hobbysport, weil eigentlich ist Viertelmeile ja so, ja, Reglement heißt eher so, dass Batterie abgedeckt sein muss und so, Spielchen halt, ne? Und nicht, das ist ja ein bisschen, bisschen mehr so, ne? Was dann Reglement angeht. Aber da steht dann wirklich einer, also hat man dann da wie von der Rundstrecke so eine Art Wagenpass, dass das nicht alles jedes Mal wieder kontrolliert wird? Ja. Oder läuft da wirklich einer rum und guckt sich jedes Rohr an, dass das alles passt? Beides. Beides, okay. Beides. Wir haben hier im Norden den Sven Kluth. Der kommt dann her, der kommt auch hierher und wird dieses Auto abnehmen, ob Paul das will oder nicht. und dann können wir das direkt zuordnen, was er fahren darf. Der guckt dann auch, ob das alles vernünftig gebaut ist oder nicht. Der guckt sich die Schweißnähte an, ob die Rohrstärken alle sind. Der hat so einen Magnetfuzzi, wo er gucken kann, ob die Materialstärken alle wie den Vorschriften entsprechen. Das heißt, es ist nicht alles gleich beim Check? Nein. Beifahrerseite ist immer. Ja, Beifahrerseite ist ein bisschen dünner, aber es ist halt auch noch Reglement so gebaut, dass es geht. Okay, so kommt man dann wahrscheinlich auf dieses geringe Gewicht, ne? Ja. Dass man da wirklich genau. Es ist vom Fahrer aus ist alles dick und fett und sicher und es wird, je weiter es weggeht, kann man es dünner bauen. Das heißt, würdest du sagen, das ist schon wirklich auf Minimum gebaut vom Gewicht her? Ja. Weniger geht nicht. Ja, es muss ja auch stabil sein. 2000, 3000 PS muss ja auch irgendwie. Das wollte ich gerade sagen. Gefühlt würde ich sagen, also klar, natürlich sieht das stabil aus, aber ich glaube, für jemanden, der so kein Gefühl dafür hat, was so ein Rohr eigentlich kann, gerade wenn es so einen richtigen Winkel und so weiter hat, glaube ich schon, dass es einige Leute gibt, die sich jetzt sagen würden, ja, ist zwar als Käfig geil, aber als eigenes Chassis, so. Ja, heftig. Hier steht auch erst ein Drittel von dem Auto. Ne? Also von kommt noch Chassis. Viel, viel mehr. Das Geilste kommt erst hinten. Ja. Das heißt, hier kommt ihr auf jeden Fall einmal zum Fahrer. Ja, ja, wir machen das alles, was über den Cage. Das wird das. Und was kommt hier hinten da noch alles rein? Hier kommt noch. Weil es muss ja komplett noch auch eine Federbeinaufnahme hinten. Es geht da weiter, wo die Vorlinks angeschlossen werden. Mhm. Da kommen ein paar Rohre nach hier hinten. Hier werden noch Stoßdämpferaufnahmen gemacht. Dann ist es so, dass neuerdings die das alles aus Titanium bauen, um die Heckteile festzuhalten. Paul möchte es ein bisschen anders haben, das ist aber nicht so schlimm. Paul will Kohlefaser. Nee. Ja, du musst dann aber auch gucken, dass zum Beispiel ein Willy-Bar da hinten reinpasst. Und so. Tom hat gerade gepustet, weil sie gerade aufgehalten ist. Also so Heck, so. Super, ja. Das sieht bei dir ein bisschen anders aus. Das wird ein bisschen anders, noch ein bisschen geiler aus. Aber da sieht man jetzt ja schon, ja stimmt, da sieht man jetzt so, dass der ganze. Klar, da fehlt theoretisch hinten noch alles. Mhm. Ja. Ist das notwendig? Dass das ist nur, also ist doch so viel Bums dann. Du musst dir das vorstellen wie eine Brücke. Mhm. So, und das ist erst, das da vorne ist erst der Mittelpunkt. Und wir bauen jetzt noch die alles hier hinten hin, damit das auch alles vernünftig im Auto bleibt. Mhm. Weil diese Streben, die Hinterachse, die Stoßdämpfer, die übertragen die ganze Kraft, die ganze Motorkraft auf das Chassis, auf das Auto. Mhm. Diese Sachen sorgen dafür, dass das Ding geradeaus fährt, dass es steigt oder nicht steigt, dass das schlingert oder auch nicht schlingert,
Das kannst du alles mit diesen Sachen hier machen. Ah, okay. Also die vier Lenker, die jetzt gerade drin sind, sind mehr oder weniger erstmal nur da, um die Achse zu führen, und die eigentliche Kraft geht wirklich nach oben dann weg. Nee, das geht alles über die Vorlink-Sachen nach oben. Der Stoßdämpfer, der dämpft natürlich die Bewegung, die das Auto macht. Sag mal, die Kraft, wenn du Gas gibst, dann federt der beim Vorlink aus, nicht ein. Hier fehlt noch das Wishbone-Gestänge, dass das alles in der Mitte bleibt. Mhm. Deswegen sind hier auch überall Rodbands drin, dass das ohne Spiel durch irgendwelche Gummilager oder sowas sich verschieben kann. Weil bei der Kraft würde die Achse wahrscheinlich 2-3 Grad schief im Auto hängen auf dem Mal, dann würde das Ding direkt auf die Ampel oder irgendwelche Zuschauer zufahren. Da will ja keiner. Das heißt, du meinst jetzt einmal bei den Streben die Uni-Ballgelenke, mhm, und dann die Dinger, die Zapfen, die hier hinten dran sind? Genau. Okay, habe ich so auch noch gar nicht gesehen. Das heißt, da wird dann einfach was wie eine Pfanne drauf gesteckt? Oder? Nee, hier kommt direkt der Stoßdämpfer dran. Mhm. Hier ist, bei Paul sind die relativ lang. Und das wird dann hier angebunden an den oberen Rahmenzug und dann. Und was genau ist jetzt der Vorteil von dieser sogenannten Vierlink-Achse? Du kannst mit den Vorlink-Stangen, also mit den vier Druck- oder Zugstangen, sag ich mal, einstellen, wo der Mittelpunkt des Fahrzeugs ist. Also das ist jetzt wirklich sehr grob beschrieben nur. Das ist auch eine Wissenschaft für sich. Das haben wir einzustellen, ja. Du kannst damit mit den verlängerten Achsen dieser Streben, sag ich mal, den Mittelpunkt des Fahrzeugs bestimmen. Mhm. Und je nachdem, wie schwer das Auto hinten oder vorne ist, auch ist relativ einfach, ne? Wenn du einen Drehpunkt, den Schwerpunkt relativ nah hast, kannst du es leicht hochheben, ist ja weit weg. Wie beim Auto, hast du den Motor vorne, brauchst du mehr Kraft, um den vorne hochzuheben. Der soll ja nicht vorne hochkommen. Aber du kannst damit eine Menge einstellen, dass das Ding vernünftig einfedert, also dass die ganze Performance auch nutzt, damit das Auto nach vorne geht. Und in dem Fall will man sogar, dass das Auto vorne leicht hochgeht und alles nach hinten wandert. Nee, du willst, dass das Auto schnell losfährt. Okay, das wäre der Idealfall am Ende. Ja. Das ist eine Stabi? Alter. Das sieht mal männlich aus. Da haben wir so eine CNC-gefräste Arme dran. Das sind die Stoßdämpfer. Die sitzen ja dann hier. Und der Stabi sitzt ja dann hier. So. Und der irgendwo hier, denke ich mal, ne? Wie funktioniert der Stabi? Also das heißt, logischerweise ist er an der Karosse gelagert, die zwei Arme auf die Achse. Genau, der sorgt eigentlich nur dafür, damit die Achse sich nicht wegdreht. Du hast durch das Drehmoment des Autos hast einen Kippmoment, und der würde die ganze Karosse oder die Achse, je nachdem was ist, gegenseitig verdrehen. Mhm. Das Auto würde sich auf die Seite legen. Da gibt es auch ein paar schöne Videos, wo manche Autos das haben. Und der Stabi verhindert das. Der hält über die Kardanwelle-Drehung so ungefähr so rausdrehen. Ja. Der hält die Hinterachse an dem Auto fest, dass das alles gleich bleibt. Was man alles denkt. Im besten Fall. Und wenn du dann so ein Teil dafür brauchst, dann weißt du, was eine Leistung am Ende ist. Das ist aus 300 M Stahl auch, wo Antriebswellen von gemacht werden. Also krass. Das sieht doch echt, Alter. Männliches Ding. Wie so eine LKW-Antriebswelle, ne? Also so dick habe ich es auch nicht gesehen. Ich kenne es auch nur von Amos von der Seite, aber dass das so da fett muss ist. Paul voll vorbeikommen, dass man sowas mal sieht. Krass. Okay. Ja, heftig. Heftig, heftig, heftig. Wie lange sitzt du in Summe an so einem Chassis dran? Ja, 2 Monate. Zwei Monate? Ja. Und dann auch jeden Tag wirklich? Jeden Tag. Nicht durchgehend, weil irgendwann hat man auch mal den Kopf voll mit anderen Sachen. Oder ist es zu viel Rohr, was man sieht? Aber im Grunde dauert sogar ungefähr 2 Monate. Wobei jetzt viele lachen werden, die mich sehen, weil ich sehr viele Autos gebaut habe, die das längst hat 7 Jahre gedauert. Das hat aber andere Gründe gehabt. Ja, das ist ja manchmal so. Kann ja nicht immer alles vorangehen. Das Wichtigste auch immer, man muss halt immer Spaß dabei haben. Ne? Und es gibt halt mal Tage, wo man keine Lust mehr hat. Ja. So, eine letzte Sache noch. Chromo-Material ist ja von der Verarbeitung her wahrscheinlich somit das Beschissenste, was es gibt eigentlich, um damit zu arbeiten. Wenn man die falschen Werkzeuge hat, auf jeden Fall. Das wollte ich gerade fragen, wie kriegt man das hin, dass das alles, weil das ist jetzt ja nicht nur so Stück zu Stück zusammenstückeln, sondern das sind ja richtig gebogene. Chromoly-Rohr wird gezogen bei Biegen, nicht gebogen. Du kannst das auch nicht mit einem Dornbieger machen, weil das die Bögen zu eng sind. Das hat einen 6 Zoll Radius, enger geht es fast gar nicht. Das reißt dann einfach durch. Aber das wird alles hier handgebogen? Das machen wir alles hier im Hause. Ist es von der Stabilität her besser, wenn es einfach nur gebogen ist? Oder könntest du übertrieben gesagt auch Rohrbögen nehmen und das aneinander schweißen?
Nee, jede Schweißnaht ist ein Schwachpunkt. Schwachpunkt, okay. Also muss sogar wahrscheinlich laut Reglement in dem Fall dann da gebogen sein. Ja, das ist gar nicht vorgegeben, aber man versucht eigentlich so wenig Schweißnähte wie möglich zu machen, was natürlich hier nicht so aussieht, aber durchgehendes Rohr ist stabiler, als wenn du es gestückelt hast. Krass. Okay. So, wir brauchen auf jeden Fall nochmal ein, zwei Fakten von dir zum Thema Reglement, weil mich das am meisten interessiert. Was da einfach nur so, wenn du davor stehst und ganz genau gleich sagen kannst, das und das und das ist zum Beispiel auf jeden Fall vorgeschrieben oder das und das fehlt noch, damit es nachher laut Reglement ist. Ja, wir brauchen hier noch Türkreuze, die kommen hier noch hin. Das ist das, was Paul schon gesagt hat, das ist hier auf dieser Seite aus 2,1 mm Rohrmaterial, auf der anderen Seite ist 1,6. Das ist nicht viel, aber jedes Gramm zählt. Wie viel ist Hauptrahmen? Was hat das für eine Wandstärke? Das ist alles 2,1 mm, alles 2,1. Was hier jetzt drin ist, außer die kleineren Sachen. Das sind auch Aufprallschutz, aber am Ende ist das eine Sitzgestell. Mhm. Ja, es muss noch eine Dachstrebe rein, quer durch. Mhm. Dann brauchen wir... Reicht aber eine, es muss kein Kreuz sein. Nein, da reicht eine. Ich mache dann immer noch eine zweite hin, weil hier ist dieser Funny Cage drin und dann mache ich noch eine zweite da oben drüber. Dann ist es quasi wie ein Kreuz. Das heißt, wenn das Auto mal hier oder drüben auf dem Dach landet, wird da nicht viel passieren. Witzigerweise steht hier, ist das so einer wie in dem Käfer drin ist? Ja. Wir machen da gleich mal ein paar Inserts rein, würde ich vorstellen. Dann sehen wir mal so ein bisschen, über was wir reden, weil ich glaube, man hat keine Vorstellung davon, wenn man das nicht gesehen hat. Ja. Wie viele Rohre das dann am Ende da doch eigentlich sind, die gerade so in dem Bereich hier noch reinkommen. Ne? Ja. Okay, jetzt habe ich dich unterbrochen. Wo ging es weiter? Hier fehlt noch die Feuerschutzwand. Also die Trennung zwischen Motorraum und Fahrer, das soll idealerweise aus Stahlblech sein. Viele machen das aus Alublech oder denken sich, ach, ich mache da Alufolie rein oder so. Das machen die nicht mehr, wenn das einmal gebrannt hat und die ganze Scheiße einem auf dem Schoß landet. Das ist schon vielen Leuten passiert. Dann wird man vorsichtiger. Also das sollte relativ geschlossen sein. Also richtig, darf aber schraubbar sein? Oder richtig einschweißen? Ich würde es einschweißen. Naja, einschweißen an das Chassis. Manchmal will man ja, wenn man das hier nicht mit dem Rohrrahmen verschweißt, auch mal abnehmen, weil man im Winter was auseinanderbauen will oder so. Und gibt es dann auch Chromo-Blech oder nimmt man da ganz normales? Es gibt auch Chromoly-Blech. Das lässt sich alles nicht so richtig scheiße fahren. Mal eben eine Säge reindrücken ist nicht. Da bleibt meistens nur eine Markierung. Wie verkleidet man dann so den Rest von dem Auto? Was hast du da so vor? So Aluplatten oder Carbonplatten? Voll Carbon. Okay, verstehe. Doofe Frage eigentlich. Die Radläufe, also die Radkästen hin, die werden komplett Carbon. Die sind riesengroß, die gehen fast bis zur Heckscheibe hoch. Ja. Und der Rest, Tunnel, alles wird, das wird komplett Carbon sein. Alles Carbon, ne? Also das wird, kann man das einfach als gerade Flächen alles anschrauben? Oder das wird gerade Fläche gemacht, muss nichts gebogen werden? Nee. Also es gibt den Tunnel, gibt es vom McArmis vorgefertigt. Gibt schon. Der muss dann halt dem Auto musst du zuschneiden. Den werde ich auch nehmen. Das ist einfach einfacher, also musst du keine Form machen und das passt einfach. Heftiges Ding. Aber es ist nicht so, dass man das Chassis hinterher von dem Rahmen trennen kann. Das ist schon eine Einheit. Theoretisch kannst du die Karosse abnehmen. Paul will es aber verschweißt haben. Ich weiß, machen wir die jetzt verschweißt oder schrauben wir die? Du hast gesagt verschweißen. Ich würde es abnehmbar machen. Ja, wir machen es abnehmbar. Also es ist mal einfacher ist. In jedem Fall ist es wirklich, was Funktion angeht, ganz egal. Also das Auto würde auch ohne das Fäustchen fahren. Ja, das ist nur noch ein Silhouettenträger. Was bei den GTR ist, ist relativ stabil noch gemacht. Aber man könnte hier noch Millionen Löcher reinmachen. Kommt und noch so viele Sachen rausflexen. Da kannst du ein Jahr lang GTR fahren, nächstes Jahr machst du TT rüber, dann Golf rüber. Ja, wenn man TT groß ist. Der TT hört aber hier auf. Der ist ja schwer. Wenn man so vorstellt, sieht man mal, wie groß das Ding ist. Ne? Aber ist auch krass stabil, so ein Schweller von innen, ne? Wenn man sich überlegt, wie dick die Bleche da drin sind. So ein GTR-Schweller kann schon was. Ja, sprachlos. Sieht einfach nur krass aus. Das ist so typisch Paul. Ja. Das heißt, so viele Teile vom alten Auto kommen da am Ende auch gar nicht rein eigentlich mehr, ne? Wie machst du so mit Armaturenbrett und so? Ich habe hier mir einen 3D-Scanner gekauft, habe das Originale abgescannt. Jetzt werden wir das aus dem Schaumstoch nachfräsen. Und dann geht das zu Baltic, dann macht eine Form und dann wird das aus Carbon eigentlich originalgetreu sein. So ist der Plan. Also nur so ein Carbon-Cover, was aber... Es soll ja... Serie aussehen. Street Legal sein am Ende. Also ja, von beiden soll das Auto eigentlich weiter so eigentlich normal aussehen. Aber also Türpappen und sowas machst du nicht wieder rein, ne? Da kommen Carbonplatten, ne? Also Carbonplatten. Kommen ja Carbon-Türen auch und dann Carbonplatten und dann, ja.
Krass. Wie ist das für dich? Freust du dich da drauf? Ich freue mich richtig, aber ich freue mich im Moment mehr auf das Bauen. Ich habe auch jetzt schon gesagt, weil ich da auch viele Detailarbeit noch machen will. Ich glaube, mit Fahren dieses Jahr wird nichts mehr, ne? Mhm. Weil ja, erstmal muss es eh was zum Fahren geben. Das ist es muss Punkt auch zum Fahren geben, aber im Moment habe ich sowieso mehr Bock am Bauen. Ist geil zu bauen halt, ne? Genau. Dass es dann wirklich so ist, wie am Ende halt da Spaß dran hast. Genau. So wie ich dich kenne, kommt da am Ende ja auch einfach nur eine so eine Front drauf? Ja, die liegt ja schon zu Hause, ja. Die ist auch aus Vollcarbon, komplette Filfront, ja. Das heißt, es gibt nicht mehr Haube, Kotflügel, Stoßstange, sondern einfach Schnellverschluss weg. Ja, dann ist das natürlich mit dem, ich sag jetzt mal, mit dem Gitterrohr so cool, da kommst du natürlich an alles. Die Turbos, die Turbolader kommen jetzt woanders. Ich baue das um. Woanders? Die Lader kommen jetzt hier hin. Kommst du da auf? Weil Platz jetzt auch einer da ist. Genau. Nee, das war auch einer der entscheidenden Punkte, warum ich jetzt Fulltube gemacht habe. Ich habe letztes Mal, wo wir uns gesehen haben, überlegt, drei Viertel oder Full. Ja. Da war er hier und dann hat Nils schon gesagt, wir haben wahrscheinlich Probleme, um halt, wir müssen ja irgendwie, musste das drei Viertel das Chassis hin, irgendwie an die Karosse vorne anbinden. Und da war das so ein bisschen mit dem Dom, weil die ja nicht aus Metall sind. Die sind ja geschraubt komplett beim GTR aus Aluminium, da wir hinten noch liegen. Und da habe ich gesagt, so ein Problem, das Ding jetzt so zu machen, weil ich wirklich meine Vorderachse behalten wollte, dass ich halt die Technik besser rausnehmen kann, wenn mal was ist. Und da ja, hat er gesagt, nö, das kriegen wir so hin. Und wenn Nils sagt, wir kriegen das hin, dann... Weil dann fängt es ja wirklich wieder... Dann musst du ja komplett wieder Krümmer neu, alles neu. Ja, die Krümmer brauche ich neu, ja. Und dann irgendwie so auch wieder mit Ansaugen durch Haube? Wahrscheinlich werde ich in der Haube zwei Löcher machen, dass die komplett aus der Haube oben ansaugt, ja. Weil ich das optisch immer geil. Und dann kommen die Auspuffrohre ja hier, ne? Aber ich fand das optisch immer geil. Ja, fand ich geil, aber jetzt habe ich dementsprechend auch mehr Platz vorne für meinen Sprittank und für meinen. Dann hast du deinen schönen Titanauspuff umsonst einmal quasi. Der war umsonst. Ja, Material für 2000 Euro umsonst geschweißt. Umsonst gebaut. Aber ich glaube, das werde ich größtenteils viel hier verwenden, wenn die hier hinkommen. Ja, nochmal umbauen, ja. 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 Nils, baust du sowas nur für Viertelmeile oder theoretisch auch so, ich sag jetzt mal, für Rennautos, die auf der Rennstrecke fahren? Ich baue das für jeden, der das haben will. Ja. Das heißt, theoretisch wäre es auch möglich, so ein Chassis, ich sag jetzt mal, in so einen alten 911er reinzuklatschen? Das wäre auch möglich, ja. Und so einen alten 911er auf, von der Technik her, sage ich jetzt mal richtig schnell zu machen. Mhm. Kannst du so grob preislich eine Richtung sagen, was sowas so ungefähr kostet? Darf ich das überhaupt? Ja, stimmt. Brauchst du ja nicht sagen. Nein, also ich stelle mir das vor, überleg mal, zwei Monate Arbeit plus das Material und so weiter, ne? Das muss ja eigentlich unfassbar... Also ich sag mal so, das kommt immer darauf an, was der Kunde will. Mhm. Das geht bei 1.000 oder 2.000 Euro los für einen Bügel mit zwei Streben nach hinten und hört bei 50.000 Euro auf für... Einmal alles. Ja, ein Rolling Chassis, dass man das hier rausrollen kann. Ja, der Kunde braucht nur noch ein Auto oder einen Motor anschrauben. Und dann fahren, das ist schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Ja. Das ist. Ich halte mich an das, was ich mit den Kunden abmache. Aber das, ich kann das nicht sagen, was das kostet. Sieht auf jeden Fall geil aus. Ich feier's. Ja, es ist wirklich. Also Gleis und Golf 2 wird ungefähr 15 Meter kosten, ne? Ja. Mhm. Weiß ich, weil da jetzt gerade was am Gange ist. Darf ich auch noch nicht verraten, wer. Dann aber auch komplett einmal alles. Der wird komplett mit komplett Golf 2 Karosse aus Carbon sein. Es ist auch klassenabhängig. Ein Auto, was nur eine C5 fährt, braucht nur einen Bügel und zwei Streben. Das ist was anderes als das, was Paul jetzt hier haben. Ja, was habe ich überhaupt in der Zulassung zeitmäßig damit, weißt du? 6 Sekunden. 6 Sekunden. Ja. Bis 599 also. Nee, bis 6. 599, dann musst du wieder ein anderes Chassis haben. Ja, aber. Kann man ja machen. Ja, dann wo ist der Unterschied denn? Oh. Also gravierend jetzt irgendwie, dass man dann da, keine Ahnung, nochmal dicke Rohre nehmen muss oder einfach nur, dass vielleicht ein, zwei Stellen anders tatsächlich sind es dann nur Kleinigkeiten, ein paar Verstrebungen mehr, obwohl 5, da musst du erstmal hinkommen. Ja. Dann fahre ich halt illegal, egal. Ja. Vor allem in 5 Sekunden, dann fährt so ein Ding ja auch irgendwie 380 oder so. Also die Getriebe mit der Getriebe kannst du sowieso maximal 350 fahren. Vielleicht 360, was so ist, ja. Die Getriebebesetzung, was wir mit Allrad gemacht haben. So ist das ausgelegt. Aber man kann so ungefähr Pi mal Daumen sagen, 15 Mille, wenn du einen Golf 2 bringst und einmal Gitterraum, alles was geht, haben willst. Dafür kann man dann in dem Moment natürlich überlegen, welche Hinterachse, welche Vorderachse, welche Anbindung. Das kann man dann ja schon so ein bisschen gestalten. Ja, wie gesagt, der Kunde muss wissen, was er haben will. Ja. Ich kann ihm auch eine Ford 9 Zoll Achse, das ist so das gängigste Hinterachsmodell von diesen Sachen. Da gibt es auch alle Teile für.
auch die günstigsten Sachen. Aber auch die gibt es in mehreren Abstufungen, zum Beispiel wie sie darin ist. Mhm. Oder ich weiß gar nicht, wie sie heißt, 9F, glaube ich. Es ist ein gekantetes Gehäuse. Weil auch relativ stabil. Oder halt sowas, ne? Aber die Preise sind da. Nee, weil das klingt jetzt erstmal, ich sag jetzt mal, viel Geld. Mhm. Aber wenn ich mir überlege, so einer, so ein älterer Herr, der so einen alten, so F- oder G-Modell von so einem 9L hat, so ein altes Ding, und hat da Bock zu, mit dem Ding auf Redjacke zu knallen, zimmert sich da einmal so ein Chassis rein, hängt da einen neuen GT3-Motor mit rein und auch passende GT3-Aufhängung vorne hinten. Und dann fährst du mit so einem alten Ding auf einmal. Ist das ja wieder eine lukrative Sache. Ja. Denke ich mal jetzt einfach so, ne? Weil wenn man sich überlegt, was so alte Autos kosten, ne? Wenn da kostet mal eine Restauration schnell 1, 200.000 Euro. Und wenn du dann mit so einem Ding auf einmal schnell bist, ist das schon cool. So ist der Plan eigentlich. Tja, so, also mal ganz was Wildes anderes heute. War informativ. Vielen Dank, dass wir es einmal zeigen durften. Immer. Somit nehme ich an, wird das noch 4 Wochen dauern mindestens. Mit dem Chassis. Ja. Und dann fängt Paul erst an, richtig durchzudrehen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch einmal in Schneeberding vorbeikommen und zeigen euch dann, wie es weitergeht. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.